Meine lieben Fische, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternenmagie. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, beziehungsweise wenn ihr heute das erste Mal den Weg zu mir gefunden habt, begrüße ich euch auch von ganzem Herzen und freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir gleich in die Energien schauen für die kommenden 7 Tage, was ich euch da Schönes zum Thema Liebe oder eurem Wunschpartner erzählen darf. Wie immer, kurz, das ist eine Legung aus den Kollektivenergien. Jeder von euch steckt in seiner ganz eigenen Situation. Jeder von euch geht seinen ganz eigenen Weg. Von daher kann diese Legung nicht für jeden von euch zu 100% stimmig passen. Aber die ein oder andere Botschaft, der ein oder andere Tipp aus der geistigen Welt ist ganz sicher für jeden von euch dabei. Des Weiteren kennt das Universum die Zeit nicht, wie wir sie rechnen. Von daher beginnen die 7 Tage zu laufen in dem Moment, in dem ihr dieses Video anschaut. Dann soll euch diese Botschaft erreichen, wenn es erst in einer Woche ist, in einem Monat, in einem Jahr, total egal. Die Botschaft ist für euch in dem Moment, in dem ihr dieses Video startet. So, jetzt reden wir auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum, denn ihr wollt ja wissen, wie es in den kommenden 7 Tagen in der Liebe für euch aussieht. Und ich starte mit 3 Hauptenergien. Dazu nehme ich das Feenorakel, also die Feen-Tarotkarten. Und dann werde ich mit dem Licht- und Schatten-Tarotkarten von Chris N. noch auf jede Hauptenergie eingehen. Schau später noch eine kleine Wochenausschau mit den Lenormand-Karten und andere Orakelkarten kommen auch noch zum Einsatz. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Für meine lieben Fische in den kommenden 7 Tagen, welche Hauptenergien in der Liebe oder zum Wunschpartner darf ich berichten? Da hätte ich gerne 3 Karten, 3 Überschriften. Die hat sich umgedreht. Und 2 noch. Was darf ich erzählen? Was kommt Schönes auf Sie zu? So, dann legen wir los. Der Mond. Wow. Schon mal eine wunderschöne erste Karte. Sagt euch so ein bisschen, der Mond ist ja immer so Sehnsucht. Sehnsucht, Träume, Fantasien, Wünsche. Alles, was so ein bisschen mit Mystik zu tun hat, mit Spiritualität. Wenn man den Mond anschaut, gerade so den Vollmond, ist das einfach etwas Faszinierendes. Und in dem Sinne ist der Mond jetzt hier, einmal hört auf euer Inneres, ja, also auf das Mystische, auf die Stimme, die ihr manchmal vernehmt. Wenn ihr an etwas denkt, hört auf euer Herz, schaltet den Kopf aus und lauscht einmal in euch hinein. Der Mond zeigt mir auch, dass viele von euch Sehnsüchte, Wünsche haben, Träume haben, die sie aber gleichzeitig ein bisschen in Angst versetzen. In Angst versetzen vielleicht aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ihr denkt, das wird eh nichts. Kein guter Gedanke, ihr wisst. Andererseits, vielleicht wurdet ihr verletzt, habt Angst, euch wieder zu öffnen, habt Angst, eure Träume und Sehnsüchte auszuleben, aufgrund von alten Mustern, alten Verletzungen, alten Erfahrungen in Beziehungen, oder im Thema Liebe allgemein. Werden wir ja gleich noch mehr dazu erfahren. Dann haben wir den Wow, die 4 des Frühlings. Du hast einen Grund zu feiern, sagt dir die Karte. Tiefe Gefühle und Frieden und Glück. Ein erfülltes persönliches Leben. Schaut euch das an. Es ist eine super, super schöne Karte. Also bis jetzt die Energien für euch. Ja, Bob. Durchweg positiv, den Satz wollte ich beenden, aber schaut her, die Sonne ist am Ende auch noch gefallen. Also auf euch kommen mega 7 Tage zu.
Die Sonne ist ja die Erfolgskarte. Im Tarot, genau wie in den Lenormand-Karten, zeigt sie Wachstum an. Sie zeigt, dass ihr Erfolg haben werdet. Die Sonne bringt uns zum Strahlen, lässt Dinge wachsen. Man fühlt sich super, wenn man morgens aufsteht und die Sonne kitzelt einem so durch die Jalousie, dann lächelt man schon beim Aufwachen, denn man weiß, es wird ein super schöner Tag. Und genau so sind für euch bis jetzt die Aussichten für die nächsten 7 Tage. Entschuldigt, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. So, jetzt schauen wir mal genauer auf den Mond. Was darf ich denn zu dem Mond für euch noch für Botschaften bringen? Die ist da nach hinten, aber nicht runtergefallen. Und eine Karte hätte ich gerne noch zum Mond. Was steckt denn in euch für Sehnsüchte, Träume, aber auch Ängste? Eine Karte noch bitte. Hoppala. Die wollten unter den Tisch, also bleiben sie draußen. Bekomme ich noch eine Botschaft bitte? Das sind zu viele, da sind jetzt schon 2-mal. Heißt, schaut euch das an, die geistige Welt hat einen ganzen Haufen zu erzählen, aber ich hätte gerne noch 1 oder 2 Karten. Klare Botschaften, klare Nachrichten. Ja, jetzt. Sage mal. Ich möchte eigentlich nicht wissen, was nicht zutrifft, sondern was zutrifft. Bekomme ich noch eine Karte, bitte? Ansonsten bleibt es bei 2. Das darf man nicht vergessen. Ich hebe sie lieber mal gleich auf, weil sonst ist sie in der nächsten Runde nicht dabei. Ja. Ass der Münzen. Ihr habt die Chance auf absolutes Wachstum, was eure Träume und Wünsche, eure Sehnsüchte betrifft. Ass ist immer Chance. Und ihr seht, Münze ist absolute Fülle und Wachstum. Also die Chance, dass das, was ihr euch vornehmt, was in euch so schlummert, eure Sehnsucht ausmacht, zum Erfolg führt, ist sehr, sehr groß. Aber da ist noch, wir haben die 3 der Schwerter bekommen, diese Angst, von der ich vorhin gesprochen habe, und die ist auf dem Mond jetzt gefallen, was eine eindeutige Botschaft ist, dass ihr Verletzungen in euch noch trägt, die euch zweifeln lassen, die euch das Vertrauen nehmen, den Glauben dran nehmen, dass in euren Wünschen Erfüllung steckt, ja, dass das nicht nur Träume sind, die man einfach mal so träumt, sondern dass die tatsächlich in Erfüllung gehen können. Da zweifelt ihr, weil da noch alte Verletzungen in euch sind, die ihr noch nicht ausgeheilt habt. Und genau so, ja, es passt ja wieder super, genau so ist das. Ihr habt hier die Möglichkeit, ja, mit diesem Schlüssel, der da im Eck liegt, durch diese Tür zu gehen, eure Wünsche anzugehen, ja, eure Wünsche in Erfüllung zu bringen, aber ihr sitzt hier, habt den Kopf in den Knien und zweifelt. Zweifelt, soll ich den Schritt wagen? Soll ich es angehen? Kann es möglich sein, dass meine Wünsche wirklich in Erfüllung gehen? Nein, ihr sitzt vor dieser Türe im Moment noch und traut euch nicht weiterzugehen. Weil da noch diese alten Wunden sind, die euch immer wieder Gedanken aufbringen, Angst aufbringen, dass ihr wieder verletzt werdet. Also ihr traut euch nicht im Moment, diesen Schritt zu gehen, an eure Wünsche, an eure Träume zu glauben, sie anzugehen, obwohl die Karte hier jetzt sagt, bewegt euch, ja. Ihr habt die Chance auf Erfüllung und die Sonne ist ja auch noch gefallen, hier als 3. Karte.
Du hast was zu feiern. Jetzt muss ich ein Stück vorrutschen. Obala. So. Du hast was zu feiern, sagt die Vier des Frühlings. Jetzt möchten wir natürlich wissen, was ihr denn feiern dürft, was Schönes passiert, dass ihr das tiefe Gefühl von Frieden und Glück erleben dürft oder erleben werdet. Da hätte ich gerne auch drei klare Antworten, Botschaften auf die Vier des Frühlings. Was darf ich da Schönes erzählen? Na? Nix. Wird nicht verraten, worüber ihr euch so freuen werdet, was ihr zu feiern habt. Ja, sehr verhalten gerade, die geistige Welt. Ja. Und dann kommen sie aber ganz dicke. Zwei haben wir, dann haben wir wieder einen Stapel. Also irgendwie, es ist auch schon recht spät. Vielleicht ist die geistige Welt auch etwas müde. Nein, der König der Münzen ist gefallen. Euer Herzblatt oder die Königin der Münzen. Ihr wisst, ihr Männer, ihr dreht es euch im allgemeinen Reading bitte so um, dass es stimmig und passend ist. Der König der Münzen ist gefallen und die Zehn der Stäbe. Die Zehn der Stäbe sagen ganz eindeutig, ihr sollt euch auf den Weg machen. Ja? Wir haben ja hier schon die Aussage, ihr sitzt noch so vor der Türe, traut euch nicht. Aber die Zehn der Stäbe sagen, hallo, pack deine Bedenken auf einen Eselskarren, ja? Schick diese ins Nirvana und beweg dich. Geh deinen Weg. Wenn du dich nicht traust, eine Person anzusprechen, wenn du das Gefühl hast, in einer Sackgasse zu stecken mit deinem Wunschpartner, dann sagt dir die heutige Botschaft, hey, du hast die Chance, dass da wirklich etwas Schönes wächst, aber du musst alte Muster, alte Verletzungen hinter dich lassen und dich trauen, auf etwas Neues einzulassen, ja, nicht alte Dinge mitschleppen. Ihr müsst euch immer überlegen, zum Beispiel, warum seid ihr eifersüchtig? Warum triggert dieser Mensch mich, dass ich eifersüchtig bin? Es liegt nicht an diesem Menschen. Auch natürlich ein Stück weit. Aber das meiste sind Erfahrungen, die wir irgendwann einmal gemacht haben, die uns misstrauisch gemacht haben, die uns hinter jedem Fitzele etwas Schlechtes sehen lassen. Das Gefühl, wir können nicht mehr vertrauen, uns kann keiner lieben und so weiter. Das sind alles alte Muster und die dürfen wir nie in eine neue Beziehung bringen. Darum ist es so wichtig, solche Dinge tatsächlich auszuheilen, sie loszulassen. Und ja, wie beim ersten Mal, ich sag wie, als wir uns das erste Mal verliebt haben, da hat keiner von uns daran gedacht, dass dieser Mensch uns vielleicht das Herz brechen könnte oder dass er uns betrügen könnte und so weiter und so fort. Und so sollte man eigentlich in jede neue Beziehung wieder hineingehen, ohne den alten Ballast. Ich weiß, sagt sich super leicht, ich habe auch meine Päckchen zu tragen, wie jeder von euch, aber das ist jetzt ganz wichtig, in Bezug auf diesen Menschen, auf euer Herzblatt oder auf den Menschen, den ihr kennenlernen werdet. Denn hier, die Chance ist ja sehr, sehr gut, dass eure Träume, eure Sehnsüchte in Erfüllung gehen. Und wir haben den Page der Kelche da liegen. Wenn ihr diesen Weg geht, ja, dann wartet der Page der Kelche auf euch und das ist Leichtigkeit. Leichtigkeit in der Liebe, verliebt sein, verrückt sein, hibbelig sein, Herzklopfen haben, Schmetterlinge im Bauch, Herzle vor der Auge, sage ich jetzt mal. Ja? Also dieses absolute Glücksgefühl, dieses rosa Brille auf, einfach nur schön, einfach
super schön, ohne irgendwelche negativen Emotionen. Aber da müssen einige von euch ja noch einen kleinen Weg zurücklegen, damit sie das auch empfangen können und umsetzen können mit ihrem Herzensmenschen. So, die Sonne soll für euch strahlen. Was darf ich denn auf die Sonne für eine schöne Botschaft noch legen? Was bringt euch denn so zum Strahlen? Ja, wisst ihr, was euch zum Strahlen bringt? Genau das. Ihr werdet euch trauen, ihr werdet diese Beziehung, dieses Kennenlernen, diese Liebe mit dem König oder der Königin der Münzen aus einer anderen Perspektive betrachten. Ihr werdet es wirklich schaffen, den Schritt zu tun und es objektiv zu sehen, ohne vergangene Erfahrungen mit reinzunehmen, ohne Angst, ohne den alten Herzschmerz. Ihr werdet euch hängen lassen, ja, im positiven Dinge fallen lassen. Zu dieser Liebe, zu diesem Menschen einfach sagen, ich habe das Vertrauen, denn das ist Vertrauen. Hier in diesem Tuch zu hängen mit unten der Unendlichkeit, wie ich sie immer sehe, sich nur mit einer Hand festzuhalten, das ist absolutes Vertrauen. Ja, und hier sieht man das auch nochmal, dieses Vertrauen, was ihr in euch selber wieder finden werdet, ja. Ihr ruht in euch, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr habt jetzt tatsächlich die Chance, in den kommenden 7 Tagen sind die Energien für euch so, dass ihr alte Wunden ausheilen könnt. Und dann kommt ihr genau in diese Energie und das ist hier nochmal bestätigt. Schaut mal, Chaka, ich kann das, ja. Die Arme nach oben, Stäbe, Aktionskarte, ich gehe meine Träume an, ich werde meine Träume manifestieren, ich habe den Glauben und das Vertrauen, dass meine Wünsche, schaut, sie hat den Stern in der Hand. Sie weiß, dass sie alles erreichen kann, was sie möchte, wenn sie an sich glaubt, wenn sie das Vertrauen ins Universum hat und die Hoffnung niemals aufgibt. Das sind super, super schöne Energien. Und wenn es um euer Herzblatt geht, hier mit dem König der Münzen, dann werdet ihr auch euer Selbstbewusstsein und euer Selbstvertrauen wiederfinden. Und der Gehängte ist auch so, ja, man lässt sich drauf ein. Hier fliegt ein Stinkkäfer durch die Gegend, ziemlich laut. Nein, dann komm jetzt mal bitte nicht hierher. Also ihr werdet Vertrauen finden und das ist super, super schön. Das ist eine super Botschaft für euch. Ihr werdet durch diese Tür gehen. Ja, da sitzt ihr noch davor, habt den Kopf in den Knien und wollt nicht gucken, wollt nicht durch diese Tür gehen, traut euch nicht. Aber das wird sich ändern in den kommenden 7 Tagen und das gefällt mir super. Also werdet ihr einen Energieschub bekommen, ihr werdet den Mut bekommen, weiterzugehen auf euren Wunschpartner zu. Vielleicht auch alte Dinge hinter euch lassen, vielleicht sind die Verletzungen auch mit ihm geschehen, ja. Vielleicht habt ihr euch gekabbelt, vielleicht hat er euch verletzt und ihr traut euch nicht mehr, euch zu öffnen. Aber das werdet ihr überwinden. Ihr werdet das überwinden und sagen, hey, lass uns nochmal hinschauen, was ist passiert. Lass uns das hinter uns lassen, ja. So, jetzt schauen wir mal, was die Lennemore-Karten denn noch für eine Botschaft für euch haben, was denn auf euch zukommt noch so in den 7 Tagen. 2 Karten hätte ich gerne noch. Dankeschön. Ja, hallo, hier. Es geht voran. Ihr habt das Ruder in der Hand, ihr werdet nach vorne schreiten, ihr werdet euch auf das Abenteuer der Liebe einlassen, Schritt für Schritt.
Das Schiff ist jetzt nicht das schnellste Gefährt, aber es ist beständig. Ja? Ihr werdet losfahren, einfach starten, langsam. Das ist jetzt keine Energie, wo ich sage, morgen früh wacht ihr auf und sagt, okay, jetzt marschiere ich los. Nein, ihr geht Schritt für Schritt euren Weg, weil ihr das Selbstbewusstsein wieder gefunden habt. Und da sind tiefe Gefühle, ganz, ganz tiefe Gefühle. Die Fische stehen für tiefe Gefühle, für eine Seelenpartnerschaft auch, für etwas, was ganz tief verbunden ist. Und das seid ihr miteinander. Und deswegen werdet ihr den Mut auch haben, durch diese Tür zu gehen, denn ihr wisst in eurem Inneren, dass es sich rentiert, ja? Und ihr werdet Klarheit erhalten. Die Wolken sind ja, haben ja immer die dunkle Seite und die helle Seite. Und wenn ich die Wolken jetzt aufs Kartenbild lege, ja, dann fahrt das Schiff auf die Sonne zu, also auf die Klarheit. Ihr werdet klar sehen, ihr werdet wissen, wie es weitergehen soll für euch beide. Und das ist super schön. Und die Sonne hier oben, die Hauptenergie, hat das ja auch gesagt. Gut, 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 gut. Okay. Ganz viele Karten. Ja. Wir haben die Mäuse. Die Mäuse sind das, was im Moment eure Situation so beschreibt. Da nagt einfach etwas an euch. Ja? Da ist etwas geschehen, was an euch nagt. Ich muss die alle mal umdrehen, die sind alle auf dem Kopf. Was euch in diesem Zustand des Nicht-Hinschauen-Wollens auch, das sich Verstecken hält. Das ist einfach gerade so bei euch. Und der Sarg ist aber, ja, etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt, eine Transformation. Ihr werdet diesen Zustand des Unbehagens auf jeden Fall verlassen. Denn ihr wollt eine Entscheidung treffen. Ihr wollt diese Liebe auf die nächsthöhere Ebene bringen, ja? Ihr wollt zu dieser Liebe stehen, denn der Park ist gefallen. Das heißt, in die Öffentlichkeit gehen. Das ist mein Partner, das ist meine Partnerin. Diesen Zustand möchtet ihr erreichen, sind vielleicht sogar eure Sehnsüchte und eure Träume, vor denen ihr noch ein Stück weit zurückgeschreckt habt. Möglicherweise gab es da einen Engpass zwischen euch. Vielleicht konnte er sich oder sie sich auch nicht so richtig äußern, so richtig entscheiden. Aber das wendet sich alles zum Guten, denn wir haben ja hier auch den Pagen und den Pagen der Kelche. Und es kommt eine Nachricht. Es kommt eine Nachricht für euch von eurem Herzensmenschen, der alles verändert. Denn die Lilien sind auch gefallen. Die Lilien stehen für Schönheit, für Zärtlichkeit, für Sexualität. Also meine Lieben, da verändert sich etwas ganz gewaltig, weil ihr auch den Mut findet, euch ein Stück weit zu verändern. Den Weg, den ihr im Kopf, im Herzen habt, auch zu gehen. Was möchte euer Herzmensch denn euch sagen? Welche Botschaft hat er für euch? Oh, das sind drei. Da machen wir mal intuitiv. Nehmen wir diese hier. Du ergänzt mich, und das ist ganz klar, wenn Fische fallen, Seelenpartner ergänzen sich. Ja? Kann wie Yin und Yang sein, darum kappeln sich Seelenpartner auch sehr gerne, sehr oft, denn sie haben ja beide auch was zu lernen. So eine Begegnung mit seinem Seelenzwilling hat auch immer eine Lernphase. Ja? Man begegnet sich nicht umsonst. Wir sind wie Gin und Tonic, wie Butter und Toast, wie Wolke und Sieben, wie Sonne und Mond. Ja, das passt ja hier, schaut mal her. Sonne und Mond sind gefallen. Wie Feuer und Werk. Ich ohne dich oder du ohne mich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist für mich das meistgesuchte Teilchen in einem komplizierten 1000-Teile-Puzzle, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es finden würde. Du und ich, besser geht nicht. Superschöne Botschaft. Ja. Dass die Karte jetzt fällt,
Das wundert mich echt absolut nicht. Seelenpartner, was habe ich gesagt? Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran, hab den Mut. Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Ja, ihr müsst diesen Schmerz akzeptieren, ihn zulassen und ihn dann abgeben. Vergangenheit, ja, kommt nicht wieder. Was weg ist, ist weg. Also habt das Vertrauen in euch. Superschöne Karten. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Folge der Stimme deines Herzens. Das sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte, ja. Und Seelenpartner, gerade vorhin habe ich es gesagt, und Vertrauen, ja. Gut, das ergänzt sich alles wieder so herrlich. Und jetzt hätte ich zum Abschluss gerne noch eine Botschaft aus dem Universum an euch. Was darf ich da Schönes überbringen? Welche Botschaft hat das Universum ganz persönlich noch zum Abschluss für euch? Zwei Karten, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich mich auf mein inneres Licht ausrichte, sehe ich die Welt mit den Augen der Liebe. Und genau so werdet ihr sie sehen, mit den Augen der Liebe, denn ihr werdet wieder strahlen. Hier mit diesen Karten werdet ihr wieder strahlen, innerlich und äußerlich. Die Sonne wird euch zum Strahlen bringen. Mein Glaube hat die Kraft, die Dinge zu verwandeln. Trauma in Heilung, Konflikte in Wachstum, Angst in Liebe. Mein Gott, die Karte passt wieder wie der Arsch auf den Eimer. Entschuldigt, wenn ich euch das so sage. Aber ich lese euch nochmal vor und ihr lasst sie euch bitte auf der Zunge zergehen. Mein Glaube hat die Kraft, die Dinge zu verwandeln. Trauma in Heilung, Konflikte in Wachstum, Angst in Liebe. Ich finde, das waren super schöne Botschaften für euch von der geistigen Welt. Wenn sie euch auch gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vielleicht habt ihr einen Freund, eine Freundin, die auch Fisch ist, dann teilt dieses Video gerne. Wenn ihr noch kein Abo habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr eins herlasst, kostet euch nichts. Ich schicke euch ganz viel Kraft, durch diese Tür zu gehen, damit ihr diese Liebe leben könnt, frei, leicht, mit den Augen eines Kindes. Bis dahin, ganz viel Licht und Liebe von mir. Bis bald.